Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich melde mich heute wieder zum zweiten Tag meiner Tour. Ich habe ja, für die, die das gestrige Video gesehen haben, ich hatte ja heute vor, weiter in die Gegend südlich von Chumphong zu fahren. Und es ist mal wieder so, dass ich meine Pläne ändern muss, deswegen dieses ganz kurze Video. Es ist also vom Wetter, ich sag mal, erst die Vorhersage war so, dass für diese Gegend gestern nachmittags kurzzeitig leichter Regen zu erwarten war. Und heute ähnlich, morgen auch und für übermorgen für diese Region und auch Chumphong Starkregen vorhergesagt war, dann auch für den Rest der Woche. Jetzt war es aber so, dass ich kam ja gestern irgendwann um 13 Uhr, kurz nach 13 Uhr hier an, und gegen 15 Uhr fing es dann leicht an zu regnen, wurde da ein bisschen mehr, hat aber nicht aufgehört und die Nacht quasi durchgeregnet. Und jetzt haben wir 7:45 Uhr. Jetzt hat es vor kurzem aufgehört, wobei es immer noch grau in grau ist. Die Wettervorhersage hat sich insofern auch geändert. Es ist also für den Rest des Tages hier und auch für Chumphong und so weiter mit zunehmender Schauertätigkeit, Regentätigkeit zu rechnen. So dass ich jetzt einfach packe und schnurstracks den schnellsten Weg nach Hause fahre, hoch auf die Highway Nummer 4 und dann nach Hause fahre. Das sind gut und gern 160 Kilometer. Ob ich die trocken heute schaffe, wage ich zu bezweifeln. Okay, das war's für heute bereits. Ganz kurz und schmerzlos. Mal sehen, wann ich wieder auf Tour kann oder gehen werde. Bleibt gesund und frohen Mutes und bis demnächst. Dankeschön.